fahren regulär. Aha. Simulation. Aus. Kollision ist an. Ja, perfekt, gut. Hier kann ich bleiben. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Was ist mit der Karre los? Läuft. Achtung, Achtung! Okay, kein guter Start. Wir müssen wieder auf die richtige Spur kommen. Flagge. Warum ist das so leise heute? Wir haben es doch letztens neu gepegelt. Ja, kommt mir das so vor. Oh, oh Gott. Du hast es auf den 13. Platz geschafft, P13. Okay, DRS ist jetzt verfügbar. Gemacht. Damit liegst du einen Platz weiter vorn. Echt? Nach Runde 1 machen die das jetzt? Jetzt schon oder erst nächstes Jahr? Ist mir gar nicht aufgefallen, wenn das jetzt ist. Halte den Abstand nach vorne im Auge. 2,3 Sekunden.
Ja, was ist deine Mission gerade? Moin Gaga. Warum gehst du auch so früh pennen? Okay, alles klar. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Nachts erholt man sich ja auch besser. Mache ich auch ab und zu. Ach doch. Auch in den Punkten. Solche Leute haben wir ja auch bei uns, Gaga. Gab letztens bei uns ja auch Stress gegenüber. Stand auch wochenlang rum einfach, die ganze Scheiße. Und jetzt bleibst du wach oder was? Mach das. Ich bin heute auch müde. Und gefällt's dir bisher? Stand jetzt werde ich es mir nicht kaufen. Okay. Und jetzt kracht's wieder. Mal außen.
Lass dich wieder um einen Platz zurückfallen. Hab ich doch. Wie viel denn noch? Nö, war nix. Nicht der Start, den wir uns vorgestellt haben, aber es ist noch nicht vorbei. Bleib konzentriert. Ja, ACC dauert noch, Splashy. Kriegst du schon mit. Genau. Okay, konzentrier dich. Wir müssen dranbleiben. Grüne Flagge. Mal sehen, was ich anstelle dafür wegschmeiße. Ich glaube, Rocket League muss dran glauben dann. Ja, Brudi, ich habe doch jetzt schon 6 Spiele, die ich immer wieder spiele. Das ist schon zu viel. Ja, moin. Immer dasselbe. Brillantes Manöver. 2 Plätze auf einmal gut gemacht.
Achtung, Achtung! Okay, alles klar. Dann hattest du mal so einen Moment, wo du alles hinterfragt hast. Den habe ich auf jeden Fall gerade. Oh. Ja, ich habe sehr oft solche Momente. Für gewöhnlich hinterfrage ich mich eigentlich fast jeden Tag. Zum Beispiel, wenn ich Valorant spiele, wenn ich Fortnite spiele oder wenn ich mit dir abhänge. Ja, dann kommt es vor, dass ich so einiges hinterfrage. Aber ich finde das gut. Denn nur so wächst man. Da denke ich mir schon, warum ist der Splash so? Warum liebt der NFS? Warum liebe ich Bäume? Warum hat mir heute Morgen Skill Fußbilder geschickt? Ich habe ihm später auch mit einem Fußbild geantwortet. Solche Sachen hinterfrage ich dann. Ja, meistens, wenn ich am Kacken bin. So, ich hoffe, das Spiel war jetzt nicht allzu laut. Ich bin wirklich nur einen Klick hochgegangen. Ach, grüne Spielzeugsoldaten. Oh, warte mal. Auf der PlayStation gab es auch mal sowas. Wie hießen die denn? Hier riecht doch was nach Fisch. Definitiv, ja. Ey, Spiel stürzt gerade ab. Was ist hier los? Johnny, thank you. Nee, es hat bei mir geleckt. Aber übelst. Alter, Splashy kommt einfach mit Deep Talk. Also ich weiß, warum ich existiere. Das kann ich dir gerne sagen. Ich existiere, um Döner zu essen. Oh. Ich muss dranbleiben. Ach, der hat Durchfahrtsstrafe. Scheiße. Ach komm, Digga, wirklich jetzt? Warum existiert Chantal? Meine Fresse. Das ist eine sehr gute Frage, warum Chantal existiert. Gelbe Flagge. Müsste man mal ChatGPT fragen.
Ey, wirklich, so ein Idiot aber auch, ne? Das hat er einfach reingrätscht. Mach doch irgendwas, Splashy. Lass dich doch nicht hängen. Gönn dir vielleicht mal so eine Tafel Schokolade. Ich glaube, du identifizierst dich gerade als Frau. Ich glaube, das ist es. Ich bin auch kein Schoko-Fan, aber ab und zu gönne ich mir wirklich. Kinder Country. Ja, schmeckt. Ich kann mir immer Dingens, Kokosnussschokolade. Das finde ich geil. So ab und zu mal Stückchen. Das hat doch nicht ChatGPT geschrieben, Mann. Digga, no way. WTF. Jetzt trollst du aber. Das müssen wir als Command machen. So, Chantal Story. Story of Chantal. So rum. Ja, der hat natürlich gewonnen. Hat er mich schön weggekickt. So einer ist das. Junge, wo hast du denn das jetzt her? Das hat doch nicht ChatGPT geschrieben. Das ist ja ein Roman. Ich bin der vor dir gewesen. Welcher? Bist du der Ferrari, Gianni?
Wenn ja, dann müssen wir kurz mal miteinander reden. Erzähl mir eine Geschichte, warum der Streamer Chantal benutzt und baue dabei lustige Dinge über Fußball ein. Okay, gut. Der Alpine, ach so. Ja, der Ferrari, der Erstplatzierte, der hat mich schön weggebumst. Der hatte richtig Bock auf meinen Hintern. Ich habe auch ChatGPT drauf, aber ich benutze das so selten. Hier riecht doch was nach Fisch. Ja, das könnte ich so langsam sein. Black and Hack. Dankeschön. Ach, da sehe ich dich. Johnny, der King. Ja, das habe ich mitbekommen, Gaga. Unter anderem auch hier so, hier Videokram, Bilderkram. Also AI ist schon ziemlich mächtig. Wenn auch nicht so mächtig wie ich. Bin ich gut, Johnny. Was hast du für ein Lenkrad? Ach so, Splashy Boy. Weil du mich letztens so krass beleidigt hast und gemobbt hast, dass ich diese Commands nicht drin hatte, habe ich über mein Leben nachgedacht, habe mich selber hinterfragt und habe die Commands dann eingestellt, Splash. Siehst du, da wären wir es wieder mal. Aber ich habe sehr wenig gegessen heute. Ich bin ja schon seit knapp 11 Stunden oder 11 Stunden bin ich wach, Alter. Ich habe sehr wenig gepennt heute. Wow. Ja, bei mir gar nichts gerade. Boah, Junge. Alter, ey. Muss ich hart in die Bremse. Ja, das ist Frames. Musst du wegen Frames abbremsen. Den bomben wir gleich. Das war kein guter Start, aber reg dich nicht zu sehr auf. Wir können das alles noch retten. Der wurde schon abgeschossen. Oh nein. Oh, und schon wieder. Digga, immer wenn ich Frames sehe, passiert irgendeine Scheiße. Ach du Kacke. Was ist denn hier los, Alter? Okay, alles klar. Die spielen ja alle Autoscooter. Ich habe auch gerade. Ey, spiel es nicht zu laut, ne, Splashy?
Siza, aleyküm selam, hoş geldin. Mir geht's gut, wie geht's dir, Siza? Frames ist auf 10 und da war er auf 10. Und da werde ich schon wieder weggebumst. Alter, das ist einfach Krieg gerade. Ist so Splash. Hast du einen Kollegen besucht, Sisa? Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Döner gegessen. Weil solche Treffen muss man feiern und das macht man natürlich nur mit Döner. Grüne Flagge. Oha. Wir haben einen Adana gegessen. Okay, das geht auch. Das ist sogar besser eigentlich. Letzte Runde, los, letzte Runde. Vor allem, wenn ihr gleichzeitig an einem Adana-Spieß knabbert, das ist schon sexy. Mach ich immer mit meiner Frau. Was eine geile Vorstellung eigentlich. Ja, ich kann mich halt nicht beherrschen. Wirklich nicht. Thema Döner oder Kebab-Spieße, so kann ich mich nicht beherrschen. Da werde ich rattig. Wow, Alter. Wow, hat dir sehr viel gebracht. Was stimmt mit diesen Leuten nicht? Was läuft denn hier verkehrt, Alter? So, jetzt muss ich erstmal kurz. Wo war das? Genau, jetzt müssen wir kurz mal die wundervolle Nachricht von Frames löschen. Frames, wenn jemand jemanden beleidigt, dann ich. Dann ich. Soll ich dir was sagen? Ich kann es doch nicht mal löschen. Doch, da.
Brech. Ja, aber es ist schon eine krasse Lobby. Lass mich das machen, Frames. Wirklich, lass mich das machen. Ich möchte nicht, dass du dich aufregst, Frames. Du bist so ein lieber, netter Bub. Und einfach in allen Bereichen besser als wir alle zusammen. Aber sobald Frames Formel 1 spielt, wird er zu einem anderen Menschen. Überlass mir das. Gibt doch auch Adana Dürüm, oder? Ja, es gibt von allem Dürüm. Kannst du mit allem Dürüm machen. Oh nein. Oh nein. Macht den Real-Life-Streams. Sowas finde ich cool. Leute so, die am Reisen sind. Der Johnny ist gut weggekommen. Ja, ja. Da hat jemand einen Schlag abbekommen. Wow. Oh Mann, das wär's, Mann. Okay, alles klar. Aber da wirst du ja gebannt in LFM, ne?
Boah, Ferrari, du hältst mich mega auf gerade. Und noch einer. Das ist halt schon wieder der, ne? Nordwind, dankeschön für dein Ride. Habe heute den ganzen Tag auf mehr Fußbilder gewartet. Aber okay, gehe ich gleich traurig ins Bett. Ja, tut mir leid, Skill. Ich war heute ziemlich beschäftigt. Grüß dich. Ja, ich mach gleich eine eigene Lobby. Ist mir egal, wie lange es dauert, bis die voll ist. Dann chillen wir halt und mobben ein bisschen Ding in Splashy Boy. Also du kannst ja auch niemanden kicken. Und der Lobbyhost ist schon so ein komischer. Der hier. Na los, die Position kannst du dir zurückholen. Also bei mir hängt nichts, Gaga. Liegt wahrscheinlich an dir. F1 ist ein cooles Spiel, Hust, Hust. Ist es auch. Junge, gib Gas, Alter! Kannst keinem erzählen, wie manche hier fahren. Der wartet jetzt auch extra. Weil der mich wahrscheinlich wegbumsen will. Lass mich von so einem Kind doch nicht provozieren.